Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Nachdem wir ja im letzten Video die St. George betaucht haben und ich in einer Tiefe von knapp 42 Metern Lobzilla besucht habe, geht es heute zu einem etwas chilligeren Tauchgang ans Wrack der Atlantic Princess. Das 43 Meter lange Passagierschiff lief 1961 bei der VEB Schiffswerft Edgar André in Magdeburg vom Stapel. Über ihr Einsatzgebiet ist leider nicht viel bekannt. Ich habe lediglich herausgefunden, dass sie zwischen 1961 und 1992 unter französischer Flagge lief und bis 2008 als Kreuzfahrt- und Restaurantschiff hier vor der Küste von Bahia Hibe unterwegs war. Das stark havarierte Schiff wurde dann 2008 entkernt und für eine geplante Versenkung vorbereitet. Allerdings kam den Behörden ein Tropensturm in die Quere und das Schiff sank kurz vor der Küste auf den Grund der Karibischen See. Heute liegt sie in einer Tiefe zwischen 12 und 14 Metern, ist dort leider den Gezeiten und auch Hurricanes ausgesetzt und zerfällt dort von Jahr zu Jahr mehr. Wie lange man dieses Wrack noch betauchen kann, kann ich nicht sagen. Es wird auf jeden Fall nicht mehr lange dauern, bis dieses Wrack in sich zusammenfällt. Trotz allem kann man Teile dieses Wracks noch gut betauchen und es bietet einer Vielzahl von Meeresbewohnern ein neues Zuhause. So, das jetzt die Information zum Wrack. Das Video ist mit 17 Minuten zwar etwas lang geraten, aber wir haben so einige interessante Meeresbewohner vor die Kamera bekommen. So, jetzt lasse ich euch erstmal mit den Bildern alleine. Falls es was Interessantes zu berichten gibt, klinke ich mich wie immer sehr gerne ein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. An vielen Stellen, so wie dieser hier, kann man erkennen, dass sich das Wrack in ständiger Bewegung befindet. Dass sich das auf Dauer negativ auf den Zustand des Wracks auswirken wird, kann man sich denken. Thank you.
Ja, und selbst unter Wasser haben wir Taucher Rede- und Diskussionsbedarf. Worum es hier allerdings ging, ist mir ein Rätsel. Und dieses Bedienelement zeigt ganz klar, dass dieses Schiff in Deutschland gebaut wurde, beziehungsweise in der damaligen DDR. So, das war's hier vom Wrack der Atlantic Princess. Wie lange dieses Wrack noch betauchbar oder existent sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Allerdings zeigt der extreme Verfall, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieses Wrack in sich zusammenfällt. Im nächsten Video tauschen wir dann unseren Neoprenanzug gegen ein luftiges und schnittiges Bananenrepublik-Outfit, denn es geht auf Sightseeing-Tour. Getaucht wird natürlich auch noch, aber die Dominikanische Republik hat weitaus mehr zu bieten als die Unterwasserwelt. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr bei diesen Videos auch dabei seid. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen in nördlicher Richtung, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.